Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu meinem nächsten Knaller der Woche. In diesem Format stelle ich euch immer ganz kurz ein Spiel oder irgendetwas rund um das Spielen vor, was mich in der letzten Woche entweder total begeistert hat, also ein positiver Knaller war, oder was mich wirklich zum Platzen gebracht hat, weil ich mich mega aufgeregt habe, also dann eher so der negative Knaller. In dieser Woche möchte ich euch ein Wortspiel zeigen, nämlich Ghostwriter. Jetzt erschienen im Pegasus Verlag. Und ob das ein positiver oder negativer Knaller war, das erzähle ich euch jetzt. Auf das Spiel aufmerksam bin ich geworden, weil jemand im Spieletreff gesagt hat, Juda, das ist genau dein Spiel, denn ich mag Wortspiele total. Und vom alten Klassiker Scrabble bis über Crazy Words, über, was haben wir noch, Just One, Less is More, So Clever, also alles, was irgendwie mit Wörter und Raten und so zu tun hat, kommt bei mir sehr gerne auf den Tisch. Und irgendwie denke ich immer, jetzt hat man aber auch mal alles gesehen, jetzt kann es gar nichts mehr Neues geben. Und dann kommt aber so ein neues Spiel um die Ecke und man denkt, okay, das liest sich nochmal irgendwie ganz nett, wir probieren es mal aus. Ghostwriter kann man zumindest laut Packung von 3 bis 8 Spielern spielen. Es ist empfohlen für Spielerinnen und Spieler ab. Steht gar nicht drauf. Moment. Für 3 bis 8 Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren. Dauert ungefähr 15 bis 30 Minuten. Um was geht es? Wir müssen natürlich wieder ein Wort erraten. Und zwar spielen wir in 2 Teams. Es gibt das Sonnen- und das Mondteam. Und jeweils gibt es von jedem Team eine Leitung, einen, der sich also einen Begriff ausdenkt. Und das ist zum Beispiel eine Karte. Und ihr seht, die Begriffe sind schon sehr unterschiedlich. Also es gibt ganz viele verschiedene Begriffe. Anschließend hat jeder von euch solche Karten auf der Hand mit wirklich ganz vielen sehr unterschiedlichen Fragen zu allem Möglichen, was mit diesem Ding, mit diesem Gegenstand passieren könnte oder was man damit machen kann oder wie auch immer. Und wie ganz genau das Spiel funktioniert, das könnt ihr in meinem Erklärvideo dazu sehen. Das kommt morgen online, aber ich kann jetzt schon mal sagen, es war der absolute Knaller. Wir fanden es super gut. Wir haben Runden, die sehr, sehr schnell gegangen sind, denn hier geht es wirklich auch um Einzelbuchstaben. Denn wer dran ist, gibt die Antwort, indem man Buchstabe für Buchstabe das Lösungswort schreibt. Und das Team kann irgendwann sagen Stopp bzw. Silenzio. Dann wird sofort aufgehört zu schreiben. Und das gegnerische Team kann, vielleicht Rückschlüsse ziehen oder auch nicht. Und man denkt erstmal so bei der Erklärung, wie soll ich da irgendeinen Rückschluss ziehen? Aber man kann einen Rückschluss ziehen. Also es ist wirklich total crazy gemacht. Es hat wieder so eine ganz frische Komponente drin. Und wie ich schon gesagt habe, es ist für 3 bis 8 Spieler angelegt. Aber mein Mann und ich, wir haben eine quasi kooperative Variante ganz schnell für uns entwickelt, wie wir das dann auch zu zweit gespielt haben. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auch das stelle ich euch in meinem Regelvideo dazu dann vor. Wenn ihr, hupsala, also mal wieder ein Spiel haben möchtet, bei dem ihr Wortspiele machen könnt, bei dem ihr mit so einem neuen Kniff ein bisschen Wörter erraten müsst, in Teams gerne spielt. Wie gesagt, bis 8 Personen geht es und das klappt auch echt ganz gut. Zu dritt kann man sich im Team noch ganz gut abstimmen, weil einer ist ja dann der, der die Hinweise sozusagen gibt. Und es hat uns wirklich, also sowohl in einer zu zweit als auch zu dritt, zu viert, zu fünft, also man kann es auch in ungeraden Zahlen in ungeraden Personenanzahlen spielen. Auch das ist gar kein Problem bei diesem Spiel. Und wenn ihr also Wortspiele mögt, die ruckzuck gespielt sind, die auch ganz schnell erklärt sind, weil man am besten einfach losspielt, dann schaut euch Ghostwriter vom Pegasus Verlag auf jeden Fall mal an. Das war auf jeden Fall in dieser Woche ein Mega-Knaller, den ich in vielen unterschiedlichen Partien gespielt habe, mit unterschiedlichen Besetzungen und der einfach immer gut gezündet hat.